Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kamen ja die neuen Wolverine Challenges raus, womit man dann ja auch den Wolverine Skin freischalten kann. Allerdings, als ich das Video aufnehmen wollte, sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, über die ich jetzt mit euch in diesem Video reden will. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Wie ihr es sicherlich mitbekommen habt, mache ich in letzter Zeit gar keine Challenge-Videos mehr. Ich hatte jetzt nur einmal zu den Rocket League und zu den Geburtstagsherausforderungen Challenge-Videos gemacht, weil das immer so besondere Challenges sind. Allerdings zu den klassischen wöchentlichen Challenges oder zu irgendwelchen Wolverine-Challenges hatte ich in letzter Zeit gar keine Videos mehr gemacht. Auch in Season 3, gerade am Ende, hatte ich dazu fast gar keine Videos mehr gemacht. Und vorher war das ja tatsächlich so einer der Hauptbestandteile auf diesem Kanal und hatte eigentlich auch immer gut Klicks bekommen. Und war natürlich auch selbst am Ende von Season 3 weiterhin noch so, auch wenn dann teilweise die Klicks deutlich runtergegangen sind und es dann nur in ganz, ganz wenigen Videos wirklich so war, dass sie so extrem viele Klicks bekommen hatten wie vorher. Das Ganze hat natürlich auch gewisse Gründe und zwar, wenn man sich mal hier die ganzen Challenges anschaut, dann sieht man, dass es wirklich so mittlerweile die leichtesten Challenges sind und so leicht waren die wirklich in keiner Season zuvor. Natürlich hat man wie auch vorher schon immer die Karte, wo man sehen kann, in welchem Ort man die ganzen Challenges abschließen muss und zusätzlich sind die Challenges an sich auch so leicht geworden, dass man keine Suche dort und dort irgendetwas Challenges mehr hat und Besuche irgendwie drei Orte Challenges hat, sondern man hat wirklich nur noch diese großen Challenges, wie zum Beispiel hier ein Stark Robot Dance machen oder so. Da weiß jeder, wie das funktioniert und da braucht man zum einen schon keine Hilfe mehr, weshalb das einer der Gründe ist, warum ich auch einfach keine Videos mehr dazu mache, weil es letztendlich einfach unnötiger Content wäre. Und dann kam eben halt heute nochmal so das Thema mit den Wolverine Challenges auf und dort war dann beispielsweise auch so das Thema, dass wir eben halt als Challenge hatten, Defeat Wolverine, also wir mussten einfach Wolverine killen und das Problem, was ich mit dieser Challenge hatte, ist ganz einfach, dass Wolverine so random spawnt, irgendwo innerhalb von Weeping Woods bis Slurpy Swamp in so einem großen Gebiet, dass man wirklich nicht eingrenzen kann, dass es sich nicht lohnt, dafür ein Video zu machen, weil so oder so jeder weiß, wo ungefähr Wolverine spawnt. Ich könnte euch jetzt sagen, ja, spawnt irgendwo zwischen Weeping Woods und Slurpy Swamp und es würde keinem weiterhelfen und das bringt mir ein, oder es würde mir als Zuschauer nichts bringen, wenn ich das jetzt erzählt bekomme in einem Video. Und deshalb finde ich eben halt, dass solche Challenges gar nicht mehr zu einem Challenge-Video passen. Und es deshalb eben halt wirklich komplett unnötig geworden ist, solche Videos zu machen. Weil wie gesagt, die Challenges von den wöchentlichen Challenges sind super leicht geworden. Dann hier natürlich auch die ganzen anderen Challenges hier. Beispielsweise gibt ja auch die ganzen Skin-Challenges, glaube ich, teilweise. Die sind eben halt genauso leicht wirklich und generell bekommt man eben halt nicht so krass viel durch die Challenges, man bekommt keine zusätzlichen Items, natürlich ein bisschen XP und dann eben halt die weiteren Skins, kennt man mittlerweile ja aber auch schon alles und man macht eben halt wirklich die meisten Challenges nebenbei, wie soll das, die Kills in irgendwelchen Orten, diese Floating Ring Challenges wiederholen sich auch zum 10. Mal und es ist mir tatsächlich schon in Season 2 oder Season 3 aufgefallen, dort war es ja auch 5-mal hintereinander in irgendwelchen Wochen, dass dieselbe Challenge nur in anderen Typen reingebracht wurde und das geht im Prinzip geht eben halt wirklich immer so weiter. Es gibt gefühlt keine neuen Challenges mehr, wo man irgendetwas Neues wissen muss. Gibt es vielleicht zu neuen Items mal eine Challenge, wie zum Beispiel diese Destroyed Gorgas Challenge, wo man eben halt diese neuen Marvel-Dinger da zerstören muss. Dann ist das natürlich rein theoretisch eine neue Challenge, allerdings irgendwie auch nichts Neues und es gibt eben, wie gesagt, keine neuen Challenges, nichts mehr, wo man suchen muss und immerhin in Season 2 war das noch so, dass wir teilweise Challenges hatten, wo wir etwas suchen mussten, gerade für Deadpool gab es immer Sachen, wo die versteckt waren und da hat es auch Spaß gebracht, Challenge-Videos zu machen, allerdings zu solchen Dingen braucht man eben halt wirklich keine Hilfe. Das Einzige, wo ich tatsächlich eventuell ein Video drüber machen würde, wäre über die eine Challenge hier bei Wolverine, wo man irgendetwas Besonderes von ihm finden musste, so etwas hier wie die Wolverines Trophy. Da kann man eventuell ein Challenge-Video machen, genauso natürlich zu den ganzen geheimen Challenges, wenn es etwas wie geheime Zwergen-Challenges kommen, kann man dazu auch Videos machen. Allerdings eben halt, wie gesagt, diese Classic-Challenge-Videos, die braucht man eben halt wirklich nicht mehr und ich finde die wirklich super irrelevant geworden. Das sind eben halt so meine Gründe, warum ich da die Videos nicht mehr mache. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.